Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite-Shop vom heutigen Tag. Und wenn ihr auch gerne jeden Tag den neuesten Shop sehen wollt, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert auch gerne die Glocke, denn dann kriegt ihr jedes Video mit. Jetzt würde ich aber sagen, zeige ich euch direkt den neuesten Shop. So, hier sind wir schon im neuen Shop und bevor wir jetzt hier mit dem Shop anfangen, wollte ich mal ganz kurz hier zeigen, dass der Inferno-Skin hier ist. Man sieht schon hier Inferno-Herausforderungspaket und ja, hier kann man sich jetzt den Skin holen für 20 Euro und kriegt dazu eine Hacke, Lackierung und dann hier Aufgaben, wo man V-Bucks kriegen kann. Und ja, das wollte ich ganz kurz gezeigt haben, das ist halt heute hier dann auch bei dem normalen Shop hier drin. Und kommen wir direkt zum Item-Shop. Und hier sehen wir ganz vorne nochmal den Marvel-Skin bzw. den Star-Lord-Skin hier. Der kam ja gestern neu ins Spiel rein. Und der ist auch heute noch einen weiteren Tag hier im Shop. Direkt daneben ist hier das Emote-Tanzduell. Und auch die passende Hacke Guardians-Axe ist hier zurück. Und hier zeige ich mal direkt den Ton. Und hier gibt es auch noch einen Gleiter zu, und zwar die Miliano. Und ja, das ist hier der Gleiter und das gesamte Set ist dann heute hier nochmal im Shop. Und das sind auch schon die vorgestellten Gegenstände hier. An der Stelle könnt ihr wieder mal ganz kurz rechts unten meinen Creator-Code eintragen. Einfach mal hier drauf drücken und hier DTTV eingeben. Würde mich mega freuen. Und kommen schon direkt zu den täglichen Gegenständen. Hier sehen wir ganz vorne nochmal den Schnüffler-Skin. Der ist schon sehr lange nicht mehr im Shop gewesen. Ich glaube schon ein paar Monate nicht mehr. Der ist heute auf jeden Fall zurück aus dem Hartgesotten-Set. Und wie man sieht, ist so ein Detektiv, Schnüffler, wie auch immer. Und dann gibt es hier noch den in schwarze Skin, ein sehr günstiger Skin, den ich mega nice finde, ist ja dieser Zielscheiben-Skin hier, verdammt cooler Skin. Und ansonsten sehen wir hier noch den Voyager-Gleiter, auch der ist schon ein bisschen länger nicht im Shop gewesen, ist also auch ein eher seltener Gleiter, wie ich finde, denn der ist halt immer sehr selten im Shop. Direkt daneben ist hier die Messhacke, hier zeige ich mal direkt den Ton. Ja, günstige Hacke und ich finde für den Preis hört sie sich auch ganz gut an. Und dann gibt es immer zwei Modes hier, einmal Erderschütterer. Ganz kurzes Emote, ich mach's mal ganz schnell. Ja, schmeiß dich hier so auf den Boden. Und dann gibt's hier noch Lama Kadabra. Ja, das war hier das epische Mode. Und wie man gesehen hat, der spielt ja hier die Lama-Glockenmusik und dann beschwört er hier so ein paar Lamas. Finde ich, sieht noch ganz lustig aus. Und auf jeden Fall ist das hier der heutige Shop.